Wir stellen Ihnen heute das Jugendbildungszentrum Blossin vor. Blossin liegt südöstlich von Berlin in der Nähe von Königs Wusterhausen. Und hier gibt es diverse Sportaktivitäten, die man an Land oder auch zu Wasser ausprobieren kann. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu kurz vor fünf. Ja, der Wolziger See ist hier idyllisch gelegen und rund um diese Anlage des JBZ Blossin. Und deswegen kann man hier zum Beispiel Stand-Up-Paddling ausprobieren, wie die Klasse hier hinter mir, eine 8. Klasse aus Dalgo-Döberitz. Und die Lehrerin heißt Frau Schäfer. Wieso sind Sie hierher gekommen? Wir haben eine Klassenfahrt geplant und haben etwas gesucht, wo man sich sportlich betätigen kann, wo man viel ausprobieren kann, wo man den Teamgeist fördert. Und da wir eine sehr sportliche Klasse sind, die Mädchen ganz besonders, wirklich ausprobierfreudig, also haben wir gesagt, wir fahren hierher und haben jetzt viel Spaß, denke ich. Sie waren auch schon mal vor 10 Jahren hier, haben also schon gute Erfahrungen gemacht und jetzt sind Sie seit Montag hier. Welche Sportarten hat denn Ihre Klasse schon ausprobiert? Wir haben ein Floß gebaut und sind mit dem Floß auf dem Wasser gefahren. Wir haben Kanupolo gespielt, also mit so einem richtig kleinen Kajaks. Waren gestern Kanadier paddeln und sind heute eben zum Center paddeln. Heute Nachmittag ist noch Klettern. Ja. Das klingt nach einem vollen Programm. Dankeschön, Frau Schäfer. Liebe Zuschauer, Sie sehen, es gibt hier wirklich viele Sportarten, die man an nur einem einzigen Tag ausprobieren kann. Egal ob an Land oder auf dem Wasser, ein sportliches Mannschaftserlebnis mit Spaß steht beim Sonntagsausflug des SV Priros im Mittelpunkt. Erste Station, Bogenschießen. Manche wissen schon, worauf es ankommt, andere noch nicht. Irgendwie machen die Pfeile, was sie wollen. Ich brauche auch ein paar Übungen. Sportliche Unterhaltungsprogramme dieser Art gibt es in Blossin seit mittlerweile 20 Jahren. Zweite Station, eine Paddeltour. Los geht's. Neben dem Spaß geht es um die gemeinsame Bewältigung einer kollektiven Herausforderung. Die letzte für heute, Kuttersegeln. Hier ist Teamgeist gefragt. Wer zieht mit? Auf wen kann man sich verlassen? Eine gemeinsame Stunde auf dem Wolziger See unter fachmännischer Anleitung. Felix loslassen und dann rot. Sehr gut. René, nochmal für dich zur Info, ne? Anziehen ist gleich nicht gleich Schäfer, ist kein Gaspedal. Okay. Weißt du Bescheid, René? Ja, ja, Regina, dann musst du mir wieder. Ja, ja, ja. Der SV Priros will wiederkommen, denn der Turn auf dem Wolziger See war wie ein Urlaubstag am Meer. Und man kann hier in Blossin auch klettern an einem Hochseilelement, das vor allem für die Teambildung zuständig ist. Und unter Anleitung von Erlebnispädagoge Mike Schmidt passiert das hier alles. Worum geht es hier genau? Hallo, hier geht es darum, dass im Prinzip Teams zusammen laufen lernen und sich gegenseitig in ihren Kompetenzen unterstützen. Man sieht zwar oben jetzt nur eine Einzelperson, aber das Element ist halt nur machbar, wenn alle gemeinsam zusammenarbeiten und ihm praktisch den Weg ebnen, dass er sicher rüberkommt. Also auch zum Thema Vertrauen findet hier eine Stärkung statt in dem Element. Das heißt, es ist nicht wie im normalen Kletterwald, man kann hier eigentlich gar nicht alleine klettern. Genau, das ist der große Unterschied, dass diese beiden Elemente nur dafür konzipiert sind, Teams in ihrer Entwicklung zu unterstützen und nicht den individuellen Charakter haben, sondern eher auch nur zu meistern sind zusammen. Zu Ihnen kommen Schulklassen, Mannschaften, Gruppen. Was für Erfahrungen haben Sie da schon so gesammelt? Dass es den Leuten auf jeden Fall auch Spaß macht, ob groß oder klein, und die verschiedensten Herausforderungen halt möglich sind, auch in beiden Elementen. Highlight könnte bei dem Element auch sein, die Leute mit einer Augenbinde hochzuschicken und dass sie das blind machen. Auch das wird ganz gut angenommen. Kommt es auch vor, dass da Teilnehmer an ihre Grenzen kommen, also Thema Höhenangst oder Vertrauen? Ja, da geben es ja beide. Also die körperliche Grenze, was einfach die Elemente schon herausfordern, wer körperlich nicht so mitbringt, kommt an eine Grenze. Und es kommen auch die ein oder anderen Personen an eine psychische Grenze, weil natürlich das Thema Höhe hier eine Rolle spielt und manch einer auch sich nicht überwinden kann, wirklich nach oben zu gehen, sondern eher unten bleibt und hilft. Vielen Dank, Mike Schmidt. Liebe Zuschauer, wir wollen Ihnen natürlich heute zeigen, dass es sich bei besserem Wetter jetzt wieder lohnt, sich draußen zu bewegen, zum Beispiel im Kletterwald. Und wir haben auch noch weitere Alternativen in Brandenburg für Sie.
Wakeboarden zum Beispiel, der Trendsport aus den USA, gehört inzwischen auch in Berlin und Brandenburg zu den beliebtesten Wassersportarten. Das Ganze ist frei hinter einem Boot möglich oder aber man wählt eine Seilbahnvariante. Auch hier geht's mit rund 30 Kilometern pro Stunde über das Wasser. 6 Wakeboard- und Wasserskianlagen gibt es in Brandenburg. Die Adressen finden Sie auf unserer Kurz vor 5 Internetseite. Wellenreiten wie vor Sylt oder Hawaii ist seit kurzem auch in Pritz Erbe bei Brandenburg an der Havel möglich. Ein Kutter ist hier so präpariert, dass er Wellen erzeugt, die sonst nur an Meeresstränden entstehen. Hier können Anfänger meist nach einer halben Stunde schon recht entspannt auf dem Surfbrett stehen. Oder wie wär's mit Rodeln ganz ohne Schnee? Der Scharmützelbob bei Bad Saro bietet Fahrspaß auf 1000 Metern Länge mit zahlreichen Kurven oder sogar Kreiseln. Wem es zu schnell wird, der kann selbstständig abbremsen. Eine Fahrt kostet 2,50 Euro. Es gibt auch 10er- oder Tageskarten. Auch im Erlebnispark Teichland nördlich von Cottbus gibt es eine Sommerrodelbahn. Bis zu 40 Kilometer pro Stunde können die Schlitten in der Fahrrinne erreichen. Eine Abfahrt hier kostet 1,80 Euro. 77 Meter lang und blitzschnell, das ist die neue Sommerrodelbahn in Groß-Woltersdorf in der Prignitz. Geöffnet ist von Mittwoch bis Sonntag. Eine Stunde Rodeln ist hier ab 3 Euro möglich. Wir sind zurück in Blossin und das Jugendbildungszentrum hier feiert in diesem Jahr 20. Geburtstag. Und deshalb gibt es besondere Jubiläumsangebote in den Sommerferien. Stefanie Wojniewicz, was haben Sie sich ausgedacht für Schüler im Angebot? Genau, ein reichhaltiges Programm haben wir zusammengestellt und wir bedienen hier unterschiedlichste Sportarten und Begegnungsformen. Insofern haben wir im Programm unsere Blossiner Sommerferiencamps, aber genauso Tanzwerkstätten und Expeditionsferien, wo im Grunde Jugendliche in Gruppen unterwegs sein können und einfach auch die schöne Region einfach mal erkunden können. Wirklich schön hier am Wolziger See, das sollte man sich mal angucken. In 3 Wochen gehen die Sommerferien ja schon los, sind denn noch Plätze frei? Es sind Plätze frei, es lohnt sich immer bei allen Maßnahmen einfach nochmal anzufragen. Und ich meine, weitere Informationen kann man auf unserer Internetseite bekommen. Über welche Preise sprechen wir, wenn man so eine Woche hierher kommt? Genau, wir haben eine breite Spannbreite. Im Grunde genommen, wir haben Angebote von 95 Euro für eine Woche bis 300 Euro. Das resultiert daraus, dass wir halt für manche Programme Fördermittel akquirieren konnten und insofern einen sehr günstigen Preis anbieten können. Vielen Dank, Frau Wojniewicz, und schöne Sommerferien wünsche ich Ihnen hier mit den Schülern. Liebe Zuschauer, Sie informieren sich gerne bei uns im Netz oder auf rbb-Textseite 358 über das komplette Angebot hier in Blossin und einfach mal herkommen, auch an einem Tag, das lohnt sich schon. Wir verabschieden uns aus Blossin mit den Tipps zum Wochenende. Beim Berliner Hockeyclub treffen sich an diesem Wochenende die 8 besten deutschen Lacrosse-Herrenteams. Der Mannschaftssport wurde zuerst von amerikanischen Ureinwohnern gespielt. Ein Stick, ein Hartgummiball und ab damit ins Netz. Die Playoff-Runde vor den Meisterschaftsfinals an der Wilski-Straße in Zehlendorf. Der Eintritt ist frei. Sonnabend und Sonntag ab 10 Uhr. In Frankfurt an der Oder stehen an diesem Wochenende die Kleinsten auf dem Parkett beim internationalen Kindertags-Breitensport-Tanzturnier. Sonnabend ab 10 Uhr in der Sporthalle Sabinusstraße bei freiem Eintritt. Ob Standard oder Latein, diese Kinder ab 5 Jahren beherrschen die Schritte schon perfekt. In Berlin geht's an diesem Wochenende quer durch alle Sportarten. Es darf probiert, getestet, mitgemacht werden. In den Messehallen unterm Funkturm läuft die Jugendmesse. Sonnabend und Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Reichlich Trends mit hohem Spaßfaktor. Tickets kosten 8 bis 12 Euro.